war der Fußraum hier komplett nass. Läuft das Wasser von oben durchs Fenster, wenn es regnet, nach unten durch. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Autozentrum Duisburg. Heute geht es um dieses Fahrzeug, BMW E61 LCI, Baujahr 2010, 530 Diesel. Ist so unser aktuelles Projekt hier im Autohaus bei uns, ist ein privates Auto von uns selbst, von mir selbst. Auto habe ich gekauft, hat 230.000 Kilometer gelaufen, darum soll es aber heute auch nicht gehen. Ich will eigentlich nur sagen, dass es demnächst ein paar Videos zu dem Fahrzeug geben wird, weil das Auto, wie gesagt, 230.000 Kilometer gelaufen hat und wir mehrere Sachen an dem Fahrzeug wahrscheinlich machen werden bzw. machen müssen. Eine Sache ist mir direkt als erstes hier aufgefallen, komm mal rum, ich hatte Wasser im Auto. Also ihr wisst ja, unsere Autos kommen immer mit einem LKW an. Wir kaufen die Autos auf Auktion, also sprich, können die vorher nicht prüfen. Und was mir sofort aufgefallen ist, als das Auto jetzt hier ankam, ich mich reingesetzt habe, wie das Auto durchgeguckt hat, wie wir das immer machen, war der Fußraum hier komplett nass. Also sprich, Wassereinbruch, Fußraum, Beifahrerseite. Ich hatte vor diesem E61 schon mal ein E61 vor 2-3 Jahren, hatte ich genau das gleiche Problem. Problem ist immer, darauf kommen wir jetzt zu sprechen, ist diese Türfolie, sag ich mal, oder Türpappe hier an der Stelle. Die wird hier unten lose. Die ist jetzt hier lose, also wir haben die Türverkleidung jetzt schon abgebaut. So lose hing die ganze Türverkleidung jetzt hier rum. Und ihr könnt hier an der Stelle, komm mal mit der Kamera ran, fokussiert das. Kann man das sehen? Ja. Ja. Und genau an diesen Stellen hier, 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 die ist wirklich jetzt hier lose, jetzt hier schon, also ihr könnt das sehen, läuft das Wasser von oben durchs Fenster, wenn es regnet, nach unten durch, läuft dann hier raus und läuft euch hier rüber über die Kante rein ins Fahrzeug. Das ist eigentlich das, was ich euch zeigen wollte. Wir werden da jetzt einen neuen Karosseriekleber drauf machen. Wir machen dieses Dichtband, was jetzt hier ist, so ein komisches Dichtband drauf, das kannst du auch mal zeigen. Und das löst sich halt mit der Zeit. Das ist so wie Kaugummi ist das hier. Werden wir abknippeln komplett und da werde ich eine Naht Karosseriekleber draufkleben. Damit dann wieder, sag ich mal, abdichten. Also das ist hier, seht ihr, das ist Kaugummi, aber ich vermute mal durch das Alter, das ist jetzt hier 10 Jahre alt, das Zeug, klebt das entweder dann auf der Karosserie nicht mehr oder in dem Falle jetzt hier, könnt ihr sehen, hier auf dieser Türpappe nicht mehr. Ja, das wollte ich euch zeigen. Mit anbei, wenn ihr das prüfen wollt, zeige ich euch jetzt noch kurz, wie ihr die Türverkleidung abbauen könnt. Die haben wir nämlich hier liegen. Ist gar nicht so schwer beim E61, beim LCI, beim Vorfacelift sieht die Türverkleidung ein bisschen anders aus. Ich zeige es euch jetzt hier beim LCI, weil wir natürlich hier einen LCI haben. Ich drehe die dazu mal um. Du kommst mal mit der Kamera ran hier. Ne, wir fangen von der Seite an. Also, wir haben eine Schraube an der Stelle. Da ist eine Kreuzschraube drin. Ja, genau. Wir halten die mal grob hier dran. Also, so ist die ganze Türverkleidung hier dran. Ihr habt an der Stelle eine Schraube. Das ist eine Kreuzschraube. Oben hinter diesem Airbag-Schild, was ihr hier habt, das könnt ihr einfach rausklicken, sitzt so eine Schraube, eine 30er Torx. Das sind die einzigen zwei Schrauben, die die Türverkleidung hat, um die Türverkleidung abzumachen. Es gibt nicht mehr Schrauben. Viele denken immer, da sind hier hinter noch Schrauben oder hier hinter Schrauben oder irgendwie hinterm Fensterheberknopf. Sind keine Schrauben, es sind wirklich nur hier oben die Schraube und hier die Schraube. Die beiden lösen. So, dann geht's weiter. Ich nehme die Türverkleidung nochmal ab hier. Habt ihr hier die ganzen Klipse? Kommst du rum? Die ganzen Klipse müsst ihr, sage ich mal, nach vorne ziehen, lösen. Das erklärt sich selbst, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Und ja, mit so einem Keil machen wir das hier, ne? Mit so einem Plastikkeil, damit ihr die Türverkleidung natürlich nicht verkratzt. Und dann habt ihr jede Menge Stecker. Jede Menge Stecker für den Airbag, für den Fensterheber von hier unten, für die Boxen, für die Beleuchtung, für die Innenraumbeleuchtung, für die Lichtleiter haben wir einmal hier und haben wir einmal hier. Die sind einfach abzuziehen. Und für die LED, die könnt ihr auch einfach hier rausziehen für die Türgriffbeleuchtung. Und hier? Ja, das können wir hier nochmal zeigen. Für den Türgriff natürlich auch noch. Na, ich zeige euch das hier nochmal kurz. Das hängt so, das ist der Türgriff. Das könnt ihr aber alles einfach abklippen und die Stecker, seht ihr jetzt hier, die sind einfach alle abgemacht. Und wenn das zusammenbaut, das, wie gesagt, vernünftig abdichten. Was ihr dann nehmt, da kann man sich drüber streiten. Ich nehme jetzt Karosseriedichtmasse, mache die da rein. Man kann sich auch dieses Band wieder original jetzt kaufen. Da bin ich jetzt kein Freund von. Ich werde euch mal so einen Karosseriekleber unten in der Videobeschreibung verlinken, was ich dafür benutze. Und das ist es eigentlich schon gewesen. Wir wollten das Video jetzt auch nicht in die Länge ziehen und euch zeigen im Einzelnen, wie wir die Türverkleidung abbauen und wieder dran bauen. Nur damit ihr jetzt in dem Video Bescheid wisst, wieso kommt Wasser in meinem Fußraum. Bei meinem BMW E60 wird es wahrscheinlich genauso sein, E61. Ich habe es an den hinteren Türen auch schon gesehen. Da können wir noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich weiß nicht mehr, an welcher Tür das war. Schauen wir mal.
Ich werde alle Türen direkt zerlegen und das nachschauen. Ja, hier könnt ihr das auch schon sehen. Kann man das sehen auf der Kamera? Sind überall diese Wasserspuren. Also ich werde hier definitiv alle Türverkleidungen abnehmen und werde die mir einmal anschauen, wie weit fortgeschritten die Türfolie da ab ist oder lose ist, und werde alle einmal komplett abdichten, weil das ist echt ein Problem jetzt aktuell bei den Autos, wenn die Autos werden natürlich jedes Jahr älter. Kurzes Update noch, was wir noch schrauben werden. Du kannst mir hier hinten reinleuchten. Wir haben noch jede Menge Ersatzteile, die wir noch verbauen werden. Aber darauf werden wir in einem anderen Video genauer drauf eingehen. Also wie gesagt, es gibt ein paar Sachen zu schrauben an dem Auto. Auch, obwohl das Auto habe ich gekauft aus zweiter Hand, lückenlos BMW Scheckwerk gepflegt. Ich habe eine Historie von Anfang bis zum Ende vom Auto dabei. Sind trotzdem jetzt ohne Ende Sachen zu schrauben. Ja, das soll es an der Stelle in dem Video gewesen sein. Lasst dem Video schon mal einen Daumen nach oben da an der Stelle, wenn euch das gefallen hat. Oder euch auch unser Tipp hier für euch weiterhilft. Abonniert unseren Kanal. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.